Ibisi schon mal raus. Der Letzte macht die Tür zu. Die Gegend strahlt eine Wehmut aus, der man sich schwer entziehen kann. Von den Siebenbürger Sachsen, die hier gelebt haben, ist kaum einer geblieben. Nach der Grenzöffnung sind die meisten ausgewandert, viele der Kirchenburgen verfallen. So eine Reise kann schon nachdenklich stimmen. Ich meine, es ist schon jeder auf seinem eigenen Film auch irgendwo. Und das ist ja auch gut so irgendwie. Wir sind eigentlich so individuelle Einzelpersönlichkeiten, dass wir die anderen gar nicht wahrnehmen. Ja, einen lauter Autisten sozusagen. Ja, Autisten. Wir sind so eine Band, die sich eigentlich nicht wirklich wahrnimmt. Doch, komm schon. Und wir können nur zusammenspielen, weil der Bürger einfach wirklich ein phänomenal guter Dirigent ist. So, der Bürger ist so eigentlich die einzige Persönlichkeit, die von allen gleichzeitig wahrgenommen wird. Ja, also sagst du was lieber nicht, weil wenn es gesendet wird, die Leute nehmen das auch noch ernst dann, gell? Ankunft in der Kulturhauptstadt 2007. Sibiu, zu Deutsch Hermannstadt, ist rausgeputzt wie kaum eine andere rumänische Stadt. Heute werden die Musiker ganz offiziell das Jazzfest eröffnen. Stehst du da? Wir stehen da. Bürger, guck da. Nice, aus Siebenbürgen. In the middle of the square, it would be easier for us to see all the buildings. Doch zuerst wollen sie noch was sehen. Schließlich war Hermannstadt einmal die wichtigste deutsche Stadt in Siebenbürgen, denn hier liefen alle Handelswege zusammen. Dadurch gab es aber auch zahlreiche Angriffe der Mongolen und Türken. Und so ist es nicht verwunderlich, dass hier die größte Befestigungsanlage in ganz Siebenbürgen zu finden ist. Doch die Musiker haben etwas Spannenderes entdeckt. Warte mal, ja. Bis Wurm, geh am besten darauf und schau, wie man kommt. Genau, ich hab den Messing-Visier. Das eigene Plakat ist halt ein besonderes Souvenir. So, auf geht's! So, wir sind vollzählig. Ciao, ciao, ciao! Die Vorfreude auf den Abend ist groß. Eine letzte Stärkung. Ja, fast diese Auspuffreal gerade dessen warm ist. Roberts Vergleiche zeugen durchaus von Fantasie. Bis hören die Scheine aus wie ein Rosenhemd. Ich hätte es Siena assoziiert. Ich meine, man muss zugeben, ein bisschen größer ist da schon. Aber gibt es in Rosenheim auch die Cat Eyes? Genau, gibt es die in Rosenheim? Nein, die haben es nicht. Die haben während die anderen fachsimpeln, bemüht Norbert noch das Hermannstädter Orakel. Wie wird das Konzert heute Abend? Nicht ganz klar, aber immerhin, es spricht. Und wieder einmal, ausladen, und zwar gut 40 Instrumente. Das braucht seine Zeit. Doch dabei sein ist alles. Norbert Bürgers Ruf als Musiker und Komponist zählt. Für ihn sagen seine Musiker sogar gut bezahlte Gigs ab, um mit den Pretty Boys auftreten zu können. Seit 10 Jahren gibt es die Formation, doch erst seit kurzem spielen sie regelmäßig zusammen. Die Rumänien-Tour ist ein erster Prüfstein, wie intensiv die Arbeit für die Pretty Boys noch werden könnte. Also nicht so weit weg. Also hier Klinger, Akkordeon. Wir sind nicht mehr so beieinander dran. Wir gehen näher zusammen. Aber so. Oder wir gehen hier nach vorne. Schon jetzt sind sie weit mehr als ein hochambitioniertes Spaßprojekt. Immerhin handelt es sich hier in Sibiu um die Eröffnung des internationalen Jazzfests. Mit den Pretty Boys haben wir so eine große Sache noch nicht gehabt, eigentlich. Erscheint mir jetzt so schon ziemlich gut, auf alle Fälle. Dass man dann ein bisschen nervöser wird, wenn man jetzt in Wolfsburg spielt oder so. Obwohl, kommen wir auch das dazu machen. Ja, aber wir geben alles. Ja, natürlich. Die Pretty Boys spielen ausschließlich eigene Kompositionen. Sie spielen aber auch mit Zitaten, die sie gekonnt und mit Witz in ihre Stücke einflechten. In der englischen Fassung wirkt das Ganze noch absurder.
Ja, der Bossa Nova, ist wie eine Karikatur des 60er-Jahre-Schlagers von Manuela. Yes, yes, the Bossa Nova. No, no, the Bossa Nova, yes. No. Yes, no, yes. No. Auch in Hermannstadt beweist Norbert, dass er Jazzgitarre studiert hat, und zwar am Konservatorium. So beschwingt leicht rüberkommt, ist nicht das Ergebnis spontaner Bühneneinfälle. Alles ist notiert, gesetzt, getimt. Innerhalb der festen Komposition gibt es klar definierte Räume für die improvisierten Ausbrüche. Auf Kommando geht's dann aber zurück in Norberts Werk. Eine bunte Musikmischung, die in keine Schublade passt und für die es keinen passenden Namen gibt. Burger and the Pretty Boys machen was Neues und wollen sich auf kein Genre festlegen. Pop? Nee. Man kann es nicht. Stilistik. Punk, Ska, Country, Classic, Glasmusik. Glasmusik, alles neue E-Musik, elektronische. Auch wirklich in allen Stilistiken. Punk, Jazz. Vom Geiste her würde ich sagen, es ist Jazz. Yes. Und in diesem Geiste geht es weiter. Oh, fahr mal ganz langsamer. Dem Höhepunkt der Reise entgegen. Endlich erreichen sie Lechnitz, das Dorf von Norberts Oma, und fühlen sich gleich mal 100 Jahre zurückversetzt. Da, wo sie hinwollen, fährt kein Auto. Nicht ungefährlich, dieses Gefährt. Beinahe hätte es neben dem Schlagzeuger auch noch den Kontrabassisten erwischt. Der sieht's gelassen. Ein geübter Downhiller wie Robert Klinger kann seine Kenntnisse hier noch perfektionieren. Geh mal, oder? Auf geht's, auf geht's. Und zum Schluss gibt Norbert doch noch den Reiseleiter. Schließlich ist er endlich in der Heimat seiner Vorfahren. Das ist die Kirchenburg. Ist da auch so ein Schutzkeller? Wahrscheinlich schon. Also Bunker, da war auch alle Versorgung, alles gebunkert. Und wenn angegriffen wurde, sind die Bevölkerung in die Kirchenburg